Das GodScale 910 AXS. Und dazu begrüßen wir euch wieder, Basel und ja, René, in der großen Radwelt, stelle ich Hi mich selber gleich vor, René. Ja, wir haben heute einen Leckerbissen, einen richtigen Leckerbissen Nicht nur vorbereitet. farblich. Farblich hätte ich jetzt gar nicht so an lecker gedacht. Ist grau-schwarz Na, Permut, du solltest vielleicht die Ansicht wechseln. Also das heißt, wenn du mal zu mir rüberkommst, Ja. siehst du das ganz gut, dass die Permut-Lackierung auf diesem Fahrrad natürlich sehr edel kommt. Ja. Aber lass uns gar nicht so viel über die Lackierung reden. Ich denke, wie du schon das angedeutet hast, ein Leckerbissen. Es ist ein Leckerbissen, ne? Und wir haben es im letzten Video angedeutet. Und ich war baff, als ich das gesehen habe, und zwar eine Schaltung ohne Bautenzug. Und da Funk. kannst du gleich mal erklären, wir haben ja gesagt, das ist das GodScale 910 AXS. Was heißt AXS? AXS ist hier spezifisch auf dieses Rad geschnitten, die Schaltung. Das heißt, wir haben hier von SRAM eine Funkschaltung drauf, mit der X0-Schaltung auch ein Top-Produkt. Wie Funkschaltung. Funkschaltung. Wir haben hier ein Sender- und Empfängerprinzip. Das heißt, wir haben hier oben einen Geber, der ein Funksignal aussendet an das Schaltwerk selber. Wie du siehst, haben wir hier eine Bewegung in dem Schaltwerk drin. Ich schalte jetzt nicht so viel, weil das immer in Bewegung sein muss normalerweise beim Schalten. Aber der erste Schaltvorgang sollte kein Problem sein, auch für unsere Zuschauer, damit sie sehen, wie toll das aussieht. Also, wir haben hier ohne Bautenzüge, wie du es schon gesagt hast, ein voll ja, elektronisches Schaltsystem ermöglicht dem Fahrer auch ja, im harten Gelände durch den Stellmotor ohne Probleme zu schalten. Ist jetzt schon mehrere Jahre im Umlauf. Also das war natürlich auch ja, erstmal eine Kostenfrage. Der Einstieg lag bei 2.500 € im Rennradbereich. Jetzt hat sich das auch im Mountainbike-Bereich sehr gefestigt und macht super Spaß, sowas zu fahren. So, aber ich höre heute zum ersten Mal davon, jetzt aber gleich mal Butter bei die Fischer. Wie oft fällt das aus? Gar nicht. Also bis jetzt habe ich keine Ausfallraten, ne? Also auch bei Fahrern in größeren Gruppen ist der Funkstandard gesichert. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, auch nebeneinander zu fahren, ohne dass du jetzt beim Nachbarn schaltest. Okay, ja, stimmt, ja. Weil es immer auf die Schaltung abgestimmt ist. Wir haben jetzt hier eine CA32-Batterie drin und hier hinten einen Akku. Ne? Den Akku, das würde ich auch gerne noch Ah, mal den mit Akku muss zeigen. man, ach, den muss man aber dann laden. Genau, der Das Akku ist wird hier geladen. Wir haben jetzt hier über einen Spannhebel, der hier hinten drauf sitzt, ne, haben wir die Möglichkeit, den Akku hier rauszunehmen. Gibt es auch eine extra Ladestation mit dazu. Das ist alles mit in diesem Beipack von Scott mit dabei. Ich setze das jetzt mal wieder ran. Ne? Dann hat auch das Schaltwerk direkt gleich wieder Signal. Ist super, super stabil. Ja. Laufleistung ungefähr, wir haben 10 Stunden Fahrbetrieb. Also das bedeutet natürlich auch die Anzeige über die LED sagt einem schon, wann es Zeit ist, den Akku zu laden. Ja, also gut, muss man natürlich wollen. Also das ist der einzige Nachteil, dass man natürlich Absolut. einen Akku haben muss und der Akku auch nachladen muss. Ist noch Spielerei. Man muss Ja. dazu sagen, es ist wie mit allen neuen Dingen, ne? Also ich denke, die letzten 100 Jahre hat es auch mit einem Bautenzug ganz gut funktioniert. Nur die Bauteile werden so verbessert und so viel leichter durch ja, Kohlefaser und, dass das jetzt schon fast keinen Unterschied mehr macht, ob ich einen Bautenzug oder eine ja, Funkschaltung dran habe. Ja, warte mal. Ja, ist auch wieder schön leicht. Super leicht. Also das Ja. 910er ist auch hier wieder mit einem Vollcarbonrahmen von Scott. Das Scale ist ja schon bekannt, haben wir auch schon mal in dem Video mit beschrieben. Hier mit einem Fox-Dämpfer vorne drin, also für unsere Zuschauer wieder Federgabel, eine Fox Flow 32, dem ja, Terrain entsprechend. Gibt es bei den Federgabeln eigentlich große Unterschiede zwischen den Herstellern? Naja, es hat sich in den letzten Jahren schon gezeigt, dass die großen drei, also das heißt, ja, Mazzocchi ist da jetzt rausgegangen, aber Fox, RockShox und Santor da mit dabei sind. Santor eher im Trekkingbereich, Fox im ambitionierten sportlichen Bereich und natürlich RockShox auch damit anzusiedeln. Da gibt es schon deutliche Unterschiede zu den günstigen Herstellern, die man so ja, noch hat. Also Ja. RST und Manitou gesehen. Ja. Ja.
Das Schaltwerk, das ist, haben wir, das kennen wir aber, also die Schaltung, das Schaltwerk, weiß ich, aber es ist eine 12-Gang-Schaltung. Genau, oder? Ist wieder einmal 12, auch einmal da 12. Wieder, der Trend setzt sich hier wieder fort. Das heißt, wir haben mit der verschränkten Kettenlinie keinen Umwerfen mehr nötig und wir können wieder komplett die Bandbreite mit 500% oder über 500% schalten. Jetzt funktioniert. Darf ich dich noch trotzdem noch fragen, ist das nicht anfälliger vorne, dass es immer wieder drauf fädelt? Nein, nee. Deswegen habe ich das erwähnt mit der verschränkten Kettenführung. Mhm. Wir haben hier vielleicht nochmal speziell, habe ich auch im letzten Video schon mal erwähnt, wir haben einen dicken und einen dünnen Zahn, damit wird die Kette geführt und gehalten. Bedeutet, die Kette springt hier nicht mehr runter. Mhm. Also wir können uns eine Kettenführung oder einen Umwerfer in dem Fall sparen, ist auch wieder Gewicht. Okay, schön. Ja. Ja, was gibt es zu dem Rad noch zu sagen? Ausstatten kann man es natürlich mit allen möglichen Krams, was man möchte. Auch hier wieder Straßenausrüstung. Wir können über alles reden. Also das bedeutet, der Hersteller hat schon vorgesehen Reflektoren, so wie es auch im Straßenverkehr oder in Umlauf gebracht wird. Wir können natürlich dann auch nochmal mit speziellen Interieurzubehör, Licht und dem Fahrer natürlich dann mit dran bauen. Das ist kein Problem. Okay, das ist auch nicht so aufwendig. Das ist, muss man nicht überhaupt nicht. Ja. Also wie bei allen Rädern mittlerweile sehr einfach zu konfigurieren. Wir haben auch, ich denke, die geeigneten Mittel dazu, um dem Fahrer da wirklich das gewünschte Setup zu bieten. Was ist für eine Bremse? Wir haben jetzt hier eine Shimano SLX-Bremse drauf. Ja. Das auch wieder in Kombination mit den Bremszangen und Bremshebeln. Eine Top-Bremse funktioniert und ist natürlich auch dem Leichtbau angepasst. Ja, ja. Merkt ihr übrigens, liebe Zuschauer, ne? Ich gebe nur ein ganz kurzes Stichwort und Basel sprüht sofort alles raus. Ich weiß doch, dass du da sehr wissbegierig bist. Ja, bin ich. Vielleicht noch ganz kurz. Ich sehe hier Schwalbe-Reifen. Ne? Mhm. Das ist ja eine deutsche Marke, würde ich so sagen, genau. Zumindest vom Namen her schon. Was sind... Was zum Reifen zu sagen ist, wir sind natürlich auch mit Schwalbe als Händler sind wir natürlich von dem Produkt sehr überzeugt. Wir sind froh, dass Gott da auch den Schwalbe-Reifen fährt. Mhm. Unter anderem gibt es natürlich den Reifen oder die Möglichkeit, den Reifen zu tauschen gegen Maxxis-Reifen oder. Aber der Schwalbe-Reifen hat einen super Grip im Gelände. Ist hinten die weiche Mischung. Wir haben hier einen roten Streifen. Okay, für den Grip. Ja. Ne? Und vorne haben wir einen blauen Streifen, steht auch für die Härte des Reifens selber. Ja. Das heißt, hinten haben wir einen Soft- und vorne einen Hartreifen. Und ist auch für Anpressdruck und gerade wenn man dieses Rad in dem Terrain bewegt, wo man bewegen will, ist es sehr gut. Ja, das habe ich wieder was gelernt, aber die Experten werden es wissen natürlich, im Gegensatz zu mir. Super, was gibt es noch zu sagen? Viel mehr können wir gar nicht mehr sagen, ne? Sattel normal. Ja, Sattel ist auch hier wieder normal, die Ausstattung wie beim vorhergehenden Rad schon gezeigt, wieder Synchros, also auch komplett die Lenker, Vorbau, Sattelstütze, alles auch Carbon, ne? Und da wieder komplett Leichtbau von Synchros. Ja, und wie beim letzten Rad auch, dass man die Pedalen sich erst aussuchen darf bei euch, die ihr dazu haben wollt, genau. Wenn man dazu haben möchte. Auch hier wieder in der Top-Variante kein Pedal mit dazu geliefert, nicht weil wir es nicht dazu geben, sondern weil es einfach dem Fahrer entsprechend angepasst wird. Ich würde gerne nochmal, weil wir es nicht vernachlässigen sollten, auch hier nochmal ansprechen, ein Lockout-System. Ne? Also wir haben jetzt hier komplett wieder Lockout drauf. Und, für die Federgabel vorne, das so heißt, sieht es aus. Dass ich sie, dass ich sie blockieren kann. Immer wieder mit zwei Stufen, hier in dem Fall Twin-Lock-System, nur blockierbar auf erstmal 80 und dann wieder komplett runter. Mhm. Ne? Gut. Ja. Schön. Also dieses Fahrrad könnt ihr natürlich auch hier Probe fahren bei der Großen Radwelt. Wo findet man die Große Radwelt? Ja, in der Stadt in der Straße, genau im Gewerbegebiet Markkleeberg-Ost. Ja, beim Marktkauf, Abfahrt ist von der B2 Markkleeberg. Wenn ihr irgendwo anders herkommt, ihr könnt uns gerne auch eine Mail schreiben oder ihr ruft uns hier direkt im Laden an. Man kann auch manchmal eine Probefahrt arrangieren. Wir haben auch Kunden aufgrund der Videos, die von weiter weg kommen. Und das heißt, irgendwie kriegt man das vielleicht sogar hin. Im Notfall einfach im Zweifelsfalle einmal anrufen, nachfragen. E-Mail anrufen, gerne sind wir bereit und da freuen wir uns drauf. Und los geht's. So, oder vorbeikommen und gleich Probefahrt machen. Leipzig ist immer eine Reise wert, es lohnt sich. Und oder Markkleeberg, ne? Ja, Markkleeberg, doch mit den Seen sind wir doch ganz gut ausgerüstet. Ja, also,
Bis dann. Beim nächsten Video geht es um ein ganz spezielles Rad. Gravel. Also da würde ich gerne den Gravel-Bereich mal aufgreifen. Das erklärst du mir im nächsten Video. So sieht's aus. Alles klar. Kanal abonnieren, dranbleiben und bis demnächst.